Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier bei 70D. Ja, wir machen heute ein bisschen weiter. Wir wollen noch einen Zaun bauen. Hab bisher gute Erfahrungen mitgemacht. Ansonsten schauen wir mal, ob wir noch hier im Prinzip einschmelzen können. Und achso, was wir jetzt im Prinzip noch wegräumen können. So, Rohre, Federn. So, die Teile haben wir hier nicht. Warum nicht? Oh, die gehören hier rein. Doch, da sind sie doch. Lampe. Motor. Flasche Wasser nehmen wir mit. Stoff nehmen wir auch, lassen wir hier. Und da bauen wir aktuell nichts. Zement lassen wir auch dabei. Vielleicht können wir ein bisschen bauen. Unser Kunststoff. Munition. Das können wir reingehen bei der. So, weiter geht's. Er hat einen kurzen Abschluss gehabt von OBS. Und jetzt geht's mal weiter. Ihr wollt hier was reinlangen. Lagern, also Wasser können wir hier reinlegen. Das bauen wir draußen. Tür geht woanders hin. Blechdosen können wir hier mal reinlegen. Das nehmen wir auch mit. Maschinengewehr können wir eigentlich auch rausnehmen. Denn wir brauchen nur eins. Ein bisschen Platz ist eh ganz gut, wenn man hat, ne? Ja, Wasser können wir auch ausnehmen, leere Flaschen. Legen wir hier rein, ausnahmsweise. Öl, ja, gut. Ich habe sicherlich woanders Öl, aber. Farbstoff. So. So, jetzt haben wir es ausgepackt. Jetzt geht es raus. Hoffe, dass es jetzt nicht abstürzt. Und. Ich habe die Erfahrung, dass immer wenn ich rausgehe, dass die Schreierin kommt. Und hoffen wir jetzt, dass wir alle Ruhe bauen können, ne? Oder wir leben Action. Das heißt, so. Wir müssten jetzt das hier vorne entfernen. Das heißt, das nehmen wir jetzt weg. Das Asphalt wegmachen. Also Zombies mögen keinen Lärm, ne? Da kommen sie mir vorbei. Wie gerade weh getan. Das ist aber typisch. So. Und dann gleich mal die Binder nehmen, ne? Dass hier der graue Wert hier aufgefüllt wird, ne? Denn nur mit dem grauen Wert kann man auch wieder heilen, ne? Die volle Leistung her. Stromkabel ist auch nicht zu empfehlen, da ist Strom drin. So, dann werden wir hier mal ein Loch buddeln. Ja, hier. Benzin ist alle. Unser Schluckspecht. Ups. Denn hier bauen wir jetzt ein Ding ein. Ein Metallteil. Kann sogar tiefer, ne? Da. Wenn man nicht alles täuscht. Und ich irre mich selten. Gut, Aufnahme läuft, ne? Wahrscheinlich mit dem Bosprogramm. Kann zusammenhängen. Also. Wir nehmen die mal nach oben. So.
Das brauchen wir sowieso zum Aufwerten Beton und den brauchen wir hier absolut nicht. Elektropfosten. Das heißt, das müsste passen. Auf eine Höhe mit dem hier. Mal ganz kurz betonieren, ne? So. Das heißt, ich will mir ja nicht selber Schmerzen zufügen. Das heißt, hier vorne werden wir ebenfalls ausgraben. Ungefähr die Flucht anschauen. Da etwa. Immer die Umgebung beobachten. Die Brüder sind nicht so. Die tauchen wieder auf, ne? So. War ein Schritt zu weit. Ganz unten, Junge, ganz unten, ganz unten. Da. Dann legen wir hier ein Pfosten rein. Können wir auch drehen, ne? Betonage, ne? Sehr fest. Ich denke mal, er wird so in dem Sinne nicht so. Jetzt brauchen wir eine Zange für Strom. Und jetzt arbeiten wir am offenen Herzen. Wir haben nämlich Strom aktiviert. Das ist jetzt nämlich jetzt so zu sehen, zu sehen ist es auch, aber ja. Bin immer etwas nicht schlüssig, wie es am besten geht, ne? Weil wie man jetzt sieht, hat sich der Stromkreis vergrößert. Können wir gleich mal testen. Nein, der kommt nicht in meine Richtung. So. Oh, einen gelben Sack. Ich bin nicht allein. Ja, ja, der Strom. Nee, du Dusselige. Ja. Hat dir auch nicht geholfen, ne? Aber wie gesagt, der Strom ist leider. Man muss mehr Kreise haben, ne? Dass er ein bisschen mehr Bums hat, ne? Was bringst du mir denn Schönes? Naja, gut. Eisenhelm. Bin ein bisschen enttäuscht. Wieso? Es könnte sein, dass es theoretisch. Ich habe hier. Oh, muss schnell sein. Ja.
Hat er mir doch lass weggehauen, ne? Was sind die jetzt hier? Ah! Das ist auch dämlich, ne? Ja, gut, das ist... Erstmal hochmachen. Also... Wir wollen halt ein bisschen hinweg schaufeln hier. Die Erde nicht, aber... Die... Gut, Aufnahme läuft. Zweimal probiert, zweimal Abschluss gehabt. Vermute mal, das Bootsprogramm, dass es zu viel war. Und wir sind zurzeit nicht so heiß, ne? Also die Einstellungen sind besser geworden. Also fragt mich nicht, wo das liegt oder lag. Der Rechner zum Aufnehmen hat gekocht. Also richtig gekocht. Hoffe, die Aufnahmequalität passt auch. Manchmal ist ja mal, ne? Ich habe leider ja bei Thüringen-Karte drei Aufnahmen versaut. Was ist jetzt hier der Grund? Zu weit. Das ist zu weit. Das ist doof. Ganz ehrlich gesagt. Wir müssen noch einen zweiten einbauen. Was für eine Verschwendung. Muss ich noch die Flucht gucken. Die Flucht. Ja, mal gut, das wäre nicht so tragisch. Ein bisschen schräger wäre, ne? Gut. Beziehungsweise nicht gut. Hätten wir ein bisschen einsparen können. So. Die Binde muss ich lassen. Den brauche ich auch. Maschinengewehr auch. Na gut, dann muss ich auch wegnehmen. So. Zack. Und. Zack. Und. Zu betoniert. Ich habe noch nie so schnell Beton gemacht. Heute schon. Wir müssen Trailer machen hier, ne? Mit Nagelpistole aufwerten, ne? Auch ein Ding, ne? So, wir wollten ja Strom legen hier. Dass wir nachts ein bisschen Ruhe haben. Ja, das war ja... Linksdeck ist ungünstig, da macht man weg. Also einen schönen Restklick anschalten. Und Restklick auch wieder anklemmen. Restklick. Und dann gehen wir rüber zum nächsten. Hier schon geht das. Und Rechtsklick. Der Kreuz muss drauf sein, ne? Ich habe mittlerweile schon den Generator. So. Jetzt haben wir den Kreis geschlossen. Na, geschlossen nicht. Hier vorne im Bereich ist immer ein bisschen abgesichert. Bisschen. Holen wir unseren Dings zurück. Unser Schussgerät hier. Also wir können jetzt nicht zur Mauer gehen. Das ist äußerst das unangenehm, ne? Der Strom geht ja hier auch lang. Hier über der Mauer. Und da hätten wir das schräge Prinzip, da geht auch Strom lang. Und die gehen ganz gerne hier hoch und über die Mauer rüber zu mir. Und das ist ganz gut so. Da hat die Mauer ein bisschen gekitzelt werden. So. Jetzt muss ich überlegen. Jetzt haben wir die Ecke naja, mal provisorisch abgesichert. Also mit einem Kreis. Besser natürlich mit zwei, ne? Aber das kostet halt viel Strom. Dann werden wir wahrscheinlich einen zweiten Generator nehmen müssen. Bauen.
mit entsprechenden Motoren. Und die Motoren habe ich ja schon. So, hier vorne wird offen. Weil da müssen wir schauen, wie wir gegenüber das Beste machen. Ne? Da wir hier auch ein bisschen Strom legen können. Und da runter zur Ecke. Die Fackel ist gut, ne? Vogelnest. Leer. IT. So. Und hier haben sie auch schon kräftig. Gearbeitet, kann man sagen. Und hier wäre es auch nicht schlecht, wenn wir hier einen Stromkreis hätten. Dusselige Kuh. Das Blöde ist, die ist nie alleine. Komm, die XP holen wir uns. Ja, wie gesagt, hier können wir anfangen. So der Ecke. Und dann darüber. Beziehungsweise. Wir können das hier rüberziehen. Und an der Mauer lang darüber. Wie ist da eigentlich offen? Von da nach da. Wir müssen jetzt ein bisschen bauen, also gibt's doch gar nicht. Ich will keine Gäste. Also seit dem Patch kommen mehr Zombies. Leider. Oder auch gut. Kann man sehen, wie man will, ne? Und jedenfalls will ich da oben auf diese Höhe ungefähr. Müssen wir machen, ne? Da haben wir mal ein Ding drauf. Und da müssen wir schauen, wie das am besten geht, ne? Die Höhe ist bald zu hoch, ne? Da springen sie drüber, da gehen sie eher hier rein, ne? Na, das Mist. Das werden wir hier vorne wegnehmen. Ein Tier setzen. Ein bisschen Beton wegstemmen, ne? Da ist die Fackel dran, ne? Und fällt die runter. Immer ein 5000er Block, das dauert ein bisschen, ne? Ne, die Fackel ist woanders. So, und den nehmen wir auch weg. Das ist aber nur ein 2500er, das ist ohne Eisen. So. Dann werden wir hier mal den wegnehmen, damit wir hier ein Eck einmachen können. Wenn wir das hauen, wird ja irgendwann dann die Höhe halt trotzdem. Geht trotzdem ganz schön hoch. Aber die kriegen ja nicht, ne? Außer einer, der kriegt dann. Ansonsten die anderen stehen alle aufrecht. Sprit alle. Ja, wir haben noch Ölschiefer geholt. Ist aber zu wenig, ne? Ein Gitter noch nicht gemacht. Muss ich mal gucken, ne? Muss ich kurz überlegen. Also das wäre zu tief. Gut.
machen wir den mal Beton. Und dann da drauf. Dann können wir gleich die ganze Reihe machen. Das ist, glaube ich, egal, aber wir machen es trotzdem mal so, ne? Fall doch nicht runter, das ist mir Eisendinger. Ich dachte schon wieder ein Zombie. Ich sehe schon Gespenster hier. So. Die Dinger nehmen wir ab ohne Ende. Aber hier, wie gesagt, hier sind sie auch ganz gerne rüber und dann müsste ich aber hier an der Mauer im Prinzip auch die muss im Grunde sowieso setzen. Das geht sogar so, ne? Ist, glaube ich, egal. Und da. Da unten wäre nicht so tragisch, glaube ich. Erstmal nicht und dann nachher mal sehen. So. Dann gehen wir ganz kurz auf betonieren, ne? Bringt auch ein bisschen XP, ne? Wenn man das aufwertet. So wie da zum Beispiel. Lustig überlegen, ne? Wir könnten ja auch mit Teiler von oben legen und oder hier von da. Aber das Problem ist, wenn irgendwo ein Kreis unterbrochen ist, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht genau. Ja, da können wir hier anschließen, ne? Aber zu weit sein. Ist zu weit. Fast wieder alle Teile weg. Muss auch immer von Strom beginnen, ne? Also von Strom führenden. Umgekehrt geht's nicht. Beziehungsweise würde sich der Kreis wieder öffnen. Gehen wir lieber da lang. Und dann gehen wir gleich hier runter. War eben gerade die müssen hier runter gehen. So. Jetzt der Bereich auch ein bisschen gesichert und ja. Mal sehen, wie lange der Generator mitmacht, ne? Weil der Prinzip die Leistung ja auch beschränkt ist, ne? Und irgendwie muss ich hinkriegen, dass ich damit mit Schalter auch hinkriege. So. Komme ich hier runter? Ja. Hier ist interessant, weil hier müssen sie durch und dann werden sie ein bisschen geschwächt, ne? Also jeder Pfosten ist 5 Watt. Das soll immer gewesen sein, so. Das ist gar nicht so einfach, darüber. Hier können wir ein bisschen weiter ausbauen und da auch.
Können wir hier gleich ein bisschen aufwerten. Beim letzten Mal sind sie durchgerannt. Ich glaube, es ist so ein Fehl. Aber dann können wir machen. Denn je länger sie hier gebremst werden, umso mehr habe ich Zeit, die aufzuhalten. Weil wenn die Zeit um ist, Prinzip auf 4 Uhr durch ist, dann sind die Zombies nicht mehr so schnell. Das bedeutet, dann habe ich eher eine Chance zu überleben, ne? Also wenn sie halb so schnell sind, ist es nicht ganz so schwer, sie zu erschießen, ne? Beziehungsweise mal einen Nahkampf auch zu bestehen. Wenn die jetzt doppelt so schnell zuhauen, ist nicht gerade angenehm, ne? Gibt das ein Trauma, ne? Da haben wir keinen Cobblestone. Wenn jetzt klopfen hört, dass irgendwo einer Schnitzel macht im Haus. Und tatsächlich, das ist aktuell. Ich hoffe, dass es gut passt, die Aufnahme. Also hier aufzuleveln ist ja schon ein Ding der Ewigkeit, ne? Aber alleine ist man doch ganz schön beschäftigt. Der sollte eigentlich gemacht werden. Ja, da bin ich hoch. So, da kann er aushärten und dann hat er die volle Stärke erreicht. Irgendwann. So, hier ist nicht so wichtig. So, die Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Jetzt nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr Lust habt, ich würde es gerne sehen, wenn ihr reinschaut. Habt ihr Anregungen, Fragen, Tipps? Einfach mal reinschauen, Kommentare, Wünsche, natürlich auch. Versuche zu erfüllen. Nach Möglichkeit. Ja, dann nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Tschüss.